Mit dem heutigen Trend, Hochspannungsleitungen in den Boden zu verlegen, also zu verkabeln, ist die Nachfrage nach Zeigerpfählen massiv angestiegen. Und das hat bedeutet, dass wir Zeigerpfähle nicht mehr wie bisher intern können beschaffen konnten, sondern haben müssen nach einer Alternative suchen. Der Auftrag von der AXPO erledigen wir in unserer Schreinerei erledigen und können dort die Bodenpfähle und Zeiger in wunderbarer Art und Weise herstellen. Die Menge hängt vom Bedarf der AXPO ab. In der Regel sind es etwa 2 bis 3 Serien an 100 Pfählen, die wir im Jahr liefern dürfen. Wir bekommen ein Material an 5 Meter angeliefert. Wir tun das nachher auf das gewünschte Mass, in der Regel 55 cm, tun wir es ablängen. Dann gibt es einen Keilschnitt, der spitzen angeschnitten wird am Pfahl. Je nachdem, bei Bodenpfählen wird ein vierseitiger Keilschnitt gemacht. Wenn sie gespitzt sind, werden sie an der Ruwi-Oberfräse gefasert, ringsum, alle Kanten. Und taucht, in Farbe taucht, wo dann die Signalfarbe drauf kommt. Und zum Schluss kommt noch der Brennstempel drauf, das AXPO-Logo, das man die Baustelle kennt. Also jetzt für einen Auftrag von etwa 100 Pfählen brauchen 2 Personen bei uns mit den nötigen Hilfsmitteln ca. eine Woche. Die Blöcke werden dazu verwendet, um den Maststandort zu markieren und die Ausrichtung des Mastes zu zeigen. Und beim Kabelruheblock die Trasse des Ruheblocks, dass der am Schluss auch dort gebaut wird, wo er projektiert ist. Natürlich werden die Pflöcke auch für Drittprojekte von Swissgrid und SBB verwendet und in Rechnung gestellt.